え？So. Und wie ist das jetzt mit dem Hafer, wenn ich den zu Tierfutter machen will? Muss ich noch kaufen. Dann brauche ich auch Roggenkorn. So ist das. Okay, dann packen wir Hafer hier an, Flachs auch. Kohlsamen. Dass wir die Fertigkeit Athlet freigeschaltet haben, bringt ganz viele Vorteile. Oh. Ich komme gleich wieder.
So, da bin ich wieder. Ich muss noch. Ich habe meine Wäsche komplett vergessen. Dass ich noch am Wäsche waschen bin. So, wir machen jetzt kurz noch Messer für die. Für den Jäger. Schauen, was haben wir da? Kalkstein, Stein. Steine, haben wir Stöcker hier drin? Mal alles zu mir. 7 Steinmesser nur? Ja gut, dann ist das so. Aber das ist wegen den Steinen, ne? So. Oh, neue Errungenschaft. Herstellung, neues Level, perfekt. Also, dann packe ich den Stein da rein, dann packe ich die Steinmesser rein. Und die Stöcker. Das bedeutet, ich habe ein neues Level erreicht. Handwerken in der Werkstatt und in der Schmiede. Baubesessen, ein schnelles Bauen. Das. Ich hätte das nehmen sollen. Naja. So, also 20 mal davon. Und noch 20 Zwiebeln. Ich bring die mal Uni-Ghost. Ja, wir machen mal wieder Schnellspeicher, oder? Okay, wir haben genug Wasser, genug Nahrung und genug Brennholz. Oder? Habe ich im Lager noch genug Brennholz gesehen? Ja, nicht mehr so viel. Da muss ich dann noch mal nachhelfen. So, und jetzt haben wir jetzt hier noch mal eine Gang Gang. Die hier so auf uns wartet, diese Gang Gang. Haben Sie diese Gang gelöscht? Hm, sieht so aus.
Hey, Sambor, du altes Stück Scheiße! Gut siehst du aus! Was willst du hier? Dein dämliches Essen. Schauen wir mal, ob auch alles da ist. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Sambor. Wo ist sie? Hey, wage es nicht so mit wo? Hornika. Geh nach Hornika und finde Kestrel. Ach, ja. Dann trifft sich das ja wahrlich gut mit dem mit diesem Hofnarren vom König, der Lebensmittel haben will oder irgendwie eine Herausforderung besitzt. Können wir den auch dann herausfordern? Nice, nice. Schön, schön, schön. Ich freue mich drauf. Boah, der Regen ist schon laut, ne? So, doch bevor wir... ich muss den Hafer dreschen. Weizenkorn. Ich brauche noch Roggenkorn. Dünger, Eimer. Pelz habe ich hier drin. Ich habe eine Steinspitzhacke hier reingepackt. Ich habe Verdorbenes hier. Dünger hätte ich. Dreschen das Zeug. Dieses Bild ist total geil. Der einzige Nachteil an diesen Flaschen ist, wegen dem Filter, dass die so komisch wieder zugehen. Aber ist schon geil. Apfel-Kiwi. Das mag ich. So, jetzt haben wir Haferkorn. Hä? Haferkorn? Hallo? Haferkorn? Hallo? Hafer? Ja. Im Frühling. So, was besitze ich noch im Inventar? Eine Holzhacke. Okay. Dann brauche ich dumme Dünger. Das ist schon schwer, dieser Dünger. Ne? So. Fünfzig Dünger. Und dann gehen wir in die Stadt und holen Roggenkorn. Weil mit Roggenkorn und Haferkorn können wir
Tierfutter herstellen. Und das Tierfutter werden wir dann spätestens dann benötigen, wenn wir mal endlich Kohle haben. Ja, also das mit der Kohle, denke ich mir, wird jetzt schneller gehen. Und die Werkzeuge in einer besseren Haltbarkeit wäre auch nicht schlecht. So mit Kupfer, Bronze. Ich weiß, uns fehlen noch ein bisschen Technologien dafür. Also nee, die Technologie nicht. Wir müssen einfach eine Mine finden, wo wir das Ganze dann anbauen können. Das haben wir aber bis jetzt noch nicht. Bis jetzt haben wir uns halt einfach mit dem Dorf aufbauen befasst und mit den Quests so. Und haben aber nie hinterfragt, ja, wäre es nicht besser, wenn wir neue Werkzeuge hätten? Jetzt haben wir, wir sind wenigstens so weit, dass wir die Basics haben, um unser Dorf selbst zu versorgen. Wir haben einen Koch, wir haben Felder, wir haben Leute, die Werkzeuge herstellen, wir haben Jäger, wir haben Holzfäller. Ich mich dann später darum kümmern kann, Brennholz noch zu spalten. Ach ja, das läuft doch schon mal gut. So. Der komplette Dünger ist aufgebraucht. Jetzt halt eben die Holzhacke, die taugt nix. Für ein Feld dieser Größe brauchen wir mindestens immer zwei davon. Kaputt. Ich muss ja eh ins Dorf. Soll ich denn im Dorf auch gleich noch was verkaufen? Ich hätte ja diese zwei Bierflaschen. Falsch. Ich suche einen Brunnen. Okay. Gut. Gleich mal trinken davon. Du bist schmutzig schon wieder. Es regnet, wie kann ich schmutzig sein? Ist das Schmutzwasser, was runterregnet? Wenn mir das Spiel das mitteilen damit? Ich flirte wieder. Der Flirtmeister 3000 kommt ins Dorf zurück. Ich hoffe noch der Pleite, dass das besser wird. Ich hoffe, jemand hat auch hier Roggenkorn. Das wäre schon mega.
Der hat eine Quest. Zeig mir deine Rade. Dung. Mach's gut. How is life treating you? Only the best products here. Der hätte Dünger. Roggenkorn. 10 Roggenkorn, ne? Ups. See you soon. Ja, das war jetzt nicht sehr schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Ja, ich komm dann den Dünger gleich abholen. Dauert mir eine Weile. Hello. Mach's gut. Have a good day. Hail, friend. Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Werfen. Digga! Die hat überhaupt gar keinen Bock auf uns. Die hat überhaupt gar keinen Bock auf uns. Ah. So, Ludwika. Haha, ein Klassiker. Ich fühle mich mehr und mehr mit dir verbunden. Je mehr du dich an mich gewöhnst, umso schwerer kommst du von mir los, dieser liebwürdige Weib. Ich bin ehrlich darum, mein erster Gedanke ist immer, wie ungern ich heute arbeite. Ich liebe Tau. Oh. So. Halleluja, wir haben es geschafft. So, Scheunenknecht. Ja. So. Landwirtschaft, Scheunenknecht. %50 Dünger. Oh.
Ganz schön grindig ist das Spiel. Boah, der Nebel hier, boah. Ist ja keine 5 Meter weit. Wir haben jetzt 8 Dorfbewohner. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir diesen Winter überleben, dass noch mehr Dorfbewohner dazukommen. Mehl, was will ich mit Mehl? Der lässt hier fast Mehl rumliegen. Boah, diese Nebelsuppe, ne? Schon geil gemacht. Heftig. Du siehst einfach mal was gar nichts jetzt. Es geht sogar Richtung Abend zu. Boah. Da haben wir schon bald einen Tag im Herbst überlebt, aber das reicht mir noch nicht. Ich will endlich. Also ja, ich könnte es jetzt langsam angehen lassen. Da wir ja relativ weit gekommen sind, nachdem wir den Schaden minimiert haben, den das Update oder ich verursacht habe. Ja. Ja, das ist einfach nichts, ey. Aber ja, ich habe es kurz angedeutet schon am Anfang der Session, ich bin ja gespannt auf Dingens, Wild West Dynasty, wie das wird. Das wird ja auch von den gleichen Entwicklern programmiert. Und das werden wir dann natürlich auch Let's Playen. Jedoch will ich zuerst hier in dem Spiel ein bisschen weiterkommen. Da es schon viel zu tun gibt hier, bis man weiter ist. Also ich habe zum Teil schon gelesen von Leuten, die irgendwie 30. Jahr sind oder so. Und immer noch nicht wirklich weit in dem Sinn, sondern also sie haben einfach die Basics mal aufgebaut. So. Jetzt noch den Dünger, den ich da rumliegen lassen. Rumliegen lassen habe. Was? Deutsch? Keine Grammatik! Ich hole mir den Dünger zurück. Let's go! Dünger, ich baue Dünger für meine Dünger. Hahaha. So, wo habe ich den jetzt überhaupt für hingeschmissen? Dann? Ah, steht da.
zack. Und hier, zack. Dann schon wieder überladen. So. So, ja. Speichern. In dem Sinne, das war's heute mit der Session. Wollte zwar viel, viel länger machen, aber ja, so ist es manchmal. Ich komme zu gar nichts. Ja, danke fürs Zuschauen. Sorry dafür, dass wir halt jetzt nochmal alles machen mussten. Aber es hat sich doch relativ positiv entwickelt, das Ganze. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.